Das Conjuring-Universum schickt uns bald wieder einen weiteren Film auf die deutschen Kinoleinwände und damit geht es hier jetzt um Annabelle 2. Esther und Sam Mullins könnten im Leben sehr glücklich sein. Als Puppenmacher sind die Spielzeuge von Sam sehr gefragt und das gemeinsame Glück zusammen mit ihrer Tochter verbringen die drei in ihrem sehr großzügigen Landhaus in Kalifornien. Doch es kommt zu einem folgenschweren Unfall. 12 Jahre später beschließen die Mullins, eine Nonne sowie 6 Waisenmädchen in ihrem Haus aufzunehmen, aber inzwischen lauert dort etwas entsetzlich Böses. Schwester, Sie sagen doch immer, auch wenn wir Gott nicht sehen können, können wir seine Gegenwart spüren. In diesem Haus spüre ich eine andere Art von Anwesenheit. Eine böse Macht. Sie ist hinter mir her. Weil ich die Schwächste bin. Hilfst du mir? Was brauchst du denn? Annabelle 2 im Original Annabelle Creation, denn es geht auch um die Geschichte hinter Annabelle, geht 110 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab dem 24. August 2017 in den deutschen Kinos, ist also das nächste Spin-off aus dem Conjuring-Universum, nicht von James Wan inszeniert, sondern von David Sandberg, aber man merkt so ein paar Einflüsse, wenn es darum geht, kreativ zu sein, denn Annabelle 2 hat mir, das würde ich gerne vorneweg sagen, besser gefallen als der erste Teil, schafft es, den Film in eine vergangene Zeit zu packen und vor allem in ein Gefühl und eine Atmosphäre, die wirklich gruselig ist in vielen Momenten. Vor allem die ersten 70 Minuten schaffen es, Bilder zu kreieren, die kombiniert aus oldschoolhaftem Horror-Erzählen und dem Spiel mit Licht und Schatten funktioniert mit neuen Elementen und vor allem, solange sich die Geschichte mit ein, zwei Fragezeichen gibt und nicht wirklich lüftet, was genau passiert, ist das wirklich auch schaurig anzusehen. Hinten raus haben wir ein sehr langgezogenes Finale und einen Film, der dann für meinen Geschmack ein Ticken zu konventionell geworden ist, aber sehenswert ist er allemal geworden. Dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Wir haben eine große Ensembleleistung, sei es diese Waisenkinder, die Nonne oder seien es die Mullins selbst, die alle zusammen, es sind dann quasi 9 Figuren in diesem Haus leben und da gibt es eben diese Geschichte dahinter, über die wir nicht weiter reden wollen, um zu spoilern an dieser Stelle, die alle aber schaffen, eine gute Atmosphäre vor die Kamera zu zaubern. 2 will ich besonders rauspicken, zum einen Lulu Wilson, die spielt Linda, die haben wir schon in Ouija 2 gesehen, die hat dort als Kind schon eine richtig starke Leistung abgeliefert und zeigt auch hier eine gewisse Leidensfähigkeit. Jetzt mal Unabhängigkeit, wie der Film dann war bei Ouija 2, hat die damals schon gezeigt, wie weit die gehen kann, wirklich gruselig zu wirken und das zeigt ihr auch wieder in Annabelle 2, in diesem Genre also wirklich eine, die da vielleicht auch noch eine gewisse Zukunft in diese Richtung hat, mit ihren großen Augen und ihrem besonderen Gesicht ist sie sehr auffällig, aber besonders wenn sie dann eben auch Angst hat, dann hat man Panik mit ihr zusammen und Puppen und Kinder kombiniert ist schon eine fiese Konstellation. Ähnliches geht nämlich für Talitha Bateman, die Janice spielt, die ebenfalls top ist und sie wahrscheinlich diese beiden wichtigsten innerhalb der Geschichte von Annabelle, die auch verhindert ist körperlich und deswegen auch in ganz bedrängende Situationen gebracht werden kann, wo sie alleine und isoliert ist. Und das ist schon clever inszeniert an der Stelle. Soll bedeuten, wir haben interessante Kinderdarsteller, die auch alle ein unterschiedliches Alter haben. Auch Richtung Pubertät zum Beispiel dann die Ängste der Kleinen nicht ganz so ernst nehmen. Da haben wir also auch nochmal in der Wahrnehmung der Figuren untereinander ein interessantes Gefälle und eine gute Idee dahinter. Und insgesamt sind das alles gute Leistungen, die die Handlungen tragen. Die Kameraarbeit ist clever gemacht. Sie ist ruhig, sie ist wertig. Aufgrund des FSK 16 kann sie auch hier und da mal draufhalten. Aber es ist vor allem ein oldschooliges und klassisches Spiel mit Licht und Schatten. Immer wieder sehen wir Bilder, wo wir die ganze Zeit versuchen, mit unseren Augen die Konturen des dunklen Hintergrundes abzutasten, ob sich da irgendwas bewegt. Und manchmal wird es das und manchmal wird es das nicht. Dabei setzt man aber nicht die ganze Zeit auf Jumpscares. Ja, die gibt es auch in Annabelle 2, aber sie werden nicht ganz so inflationär benutzt wie in anderen Filmen, sondern versuchen auch manchmal langsame, gruselige Bilder zu zeigen. Und das funktioniert. Auf der großen Kinoleinwand, muss ich sagen, Kameraarbeit hat mir gut gefallen. Szenenbild, dieses Landhaus in Kalifornien, dieses Grundstück der Mullins, hat eine sehr isolierten Look. Es wirkt fast steppenhaft, die Region ringsrum. Kein Nachbarhaus, was irgendwo in der Nähe ist. Irgendwo gibt es noch einen Brunnen, der nicht ganz ungruselig ist. Gutes Setup, die Musik ist bedrohlich, manchmal sehr laut, um auch auf der Psycho-Ebene mit dem Publikum zu spielen. Passt vor allem zu den Melodien, die wir aus dem Conjuring-Universum kennen, von der Instrumentalisierung her, so wie wir es gewohnt sind. Kostüm und Make-up ist gut und gruselig, um es kurz zu halten. Die Effekte sehen wertig aus, nie zu animiert, obwohl man weiß, dass sie animiert sind, passen sie sich insgesamt der Farbgebung des Films ein. Ist man aber auch von Conjuring gewohnt und ich finde schön,
dass Annabelle 2 sich von seinem Vorgänger da so ein bisschen loslösen kann und eher in das Conjuring-Feeling mit reinkommt, weil ich dort beide Filme wirklich sehr mochte an dieser Stelle. Ansonsten schafft es auch Annabelle, noch kleine Hinweise auf die weiteren Spin-Offs zu geben und zu erwarten, wie beispielsweise The Nun, und sich auch trotzdem inhaltlich in die Gesamtgeschichte einzufügen. Aber das könnt ihr selbst erleben, wie ich das meine, wenn ihr euch den Film im Kino anschaut. Und wenn man mich fragt, was finde ich gut an Annabelle 2? Die Stimmung ist gut, Cast ist gut gewählt, die Kombination aus Oldschool und neuen Elementen wirklich schön. Dadurch haben wir ein wirklich gruseliges Kinoerlebnis, wie ich persönlich fand, was aber noch okay ist. Also der Hardcore-Fan würde sagen, okay, kann ich mitleben. Der, der ein bisschen zarter beseitet ist, kann da schon durchaus Angst haben. Die Kombination aus Puppen und Kindern ist natürlich fies. Die Lichtsetzung mag ich nochmal positiv herausheben aus dem Film. Und dieses Einfügen in die Gesamtgeschichte macht einen interessierter daran, wo dieses Universum hingehen wird. So ging es mir zumindest. Was ich nicht gut fand, ist dieser Kritikpunkt. Und den sollte man auch nicht einfach hinten runterkippen lassen. Der ist schon wichtig. Nach 70 Minuten gibt der Film so nach und nach preis, was er wirklich ist. Und da ist er für meinen Geschmack A, dann zu konventionell hinten raus, und wir haben ein Finale, das einfach zu lang sich ausdehnt. Hier hätten 10, 15 Minuten weniger dem Ganzen noch mal gut getan. Am Ende hatte ich ein sehenswertes bis fast starkes Kinoerlebnis innerhalb des Genre Horrors. Das heißt dann also, dass Conjuring in erster Linie für Horrorfilmfans und für diejenigen, nicht Conjuring, Annabelle 2 für diejenigen des Horrorfilms gedacht ist, die da Fans sind, oder diejenigen, die eben Conjuring und Co. mochten. Und von mir bekommt der Film dort in seinem Genre 7,5 von 10 möglichen Punkten. Und auch insgesamt gegenüber allen Genres fand ich den wirklich ordentlich 6,5 von 10 möglichen Punkten. Und dann bin ich am Ende meiner Review zu Annabelle 2 ab dem 24. August in den deutschen Kinos. Und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.